Aber jetzt so lackiert finde ich alles völlig in Ordnung. Also bis jetzt habe ich noch keine Anstalten gehabt, so das zu ändern. Ja, hallo alle Freunde. Heute geht's wieder ans Basteln. Und zwar könnt ihr euch ja vielleicht schon vorstellen, mein Schrank, nachdem ich euch gefragt habe, der soll jetzt hier reinkommen. Ja, einmal ganz kurz als Vorwort. Ich habe die Küche jetzt so umgebaut, dass sie rechts steht und nicht mehr links, weil eure Meinung war mir doch sehr wichtig. Und natürlich habe ich jetzt gesagt, dass der Schrank auf die Fahrerseite kommt. Und ja, fangen wir erstmal an. Diesmal fange ich einfach mal wieder, wie immer eigentlich, mit dem kompletten Grundgestell an. Das baue ich ja immer super gerne aus Latten. Diesmal habe ich mal etwas schmalere Latten genommen, nicht diese 60x40, die sind mal sehr dick, damit ich ein bisschen mehr Platz habe natürlich in dem Schrank nachher. Und ich möchte das natürlich damit verhindern, dass da unnötig Platz verschwendet wird durch die ganzen riesen Latten. Ja, und falls euch das aufgefallen ist, ich liebe diesen modularen Aufbau. Ich versuche natürlich so immer alles aufzubauen, dass ich modular alles entfernen kann. Also ich kann die Küche bei mir jetzt entfernen, ich möchte auch gerne diesen Schrank komplett entfernen können, so dass ich halt dementsprechend immer alles hinzufügen kann oder rausbauen kann, wenn ich es halt eben gerade nicht brauche. Ich finde das ganz sinnvoll, deswegen wird das hier bei dem Schrank natürlich auch gleich wieder so gemacht. So schnell kann es gehen. Ja, Schwund ist überall. Jetzt muss das Ganze nochmal wieder unten gebaut werden. Warum fehlt hier ein Bein? Ich habe einfach zu wenig Holz gekauft. Also gleich nochmal im Baumarkt, da muss ich ja eh die Platten besorgen. Das Grundgestell ist fertig. Ich hoffe, das passt jetzt alles hier. So sieht das Ganze jetzt aus und es wird jetzt halt komplett verkleidet alles. Dafür fahre ich jetzt in den Baumarkt und besorge mal die Bretter. Ich habe mir auch ein bisschen Hilfe geholt. Meine Freundin hilft mir heute nochmal ein bisschen. Und ja, werden wir sehen, wie wir vorankommen. Ta-da-da-da! Wir haben hier jetzt versucht, mit verschiedensten Arten und Weisen vom Messen das anzupassen. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass es nachher auch passt. Also, mal schauen. Eieieiei. Wieso? Sieht doch top aus. Der Anfang ist gut. Seite ist fertig. Hier der Ausschnitt dann dementsprechend fürs zum Reinfassen, sag ich mal. Und jetzt müssen wir die andere Seite natürlich noch lösen. Also, auf geht's. Ja, ich löse das Problemchen immer so, dass ich halt nach und nach angehe, was ich aussparen möchte. Jetzt kam erstmal der Radkasten dran und jetzt muss natürlich oben an die Fensterscheibe angelegt werden. Das probieren wir jetzt auch mal aus. Passt. Jetzt fix die Platte befestigen. Meiner Meinung nach sieht das Ganze jetzt schon ganz schick aus. Jetzt habe ich noch zwei solche Bretter hier. Die möchte ich als Regalablage natürlich nutzen, damit wir da auch dann noch verschiedene Fächer drin haben. Und das gehen wir jetzt mal an, das Ganze. Ja, ich bin gerade ganz happy, weil es steht und passt alles so, wie ich es genau wollte. Jetzt machen wir uns noch mal so ein bisschen an die Tür hier vorne, weil hier soll natürlich noch eine Tür hinkommen. Und ja, ansonsten zwei Regalböden habe ich jetzt hier eingefügt. Hier vorne kommt jetzt nochmal so eine kleine Klappe hin. Kauft man schon die kleinsten Schrauben, die es im Baumarkt überhaupt gibt, und sie kommen trotzdem hinten durch. So sieht das Ganze jetzt im fertigen Zustand aus. Mir gefällt es selber noch nicht so gut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil ich dachte, der Winkel ist irgendwie ein bisschen geiler hier, weil ich habe extra den Winkel gekauft, damit ich die Tür halt ganz rausnehmen kann, damit man halt jederzeit rankommt. Aber ja, wie gesagt, gefällt mir noch nicht so gut. Wird wahrscheinlich nochmal verändert oder geändert oder optimiert. Aber das ist ja auch die erste Version, ihr kennt mich ja.
Da kommt vielleicht nochmal was. Jetzt kommen wir auf jeden Fall erstmal zur oberen Tür. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Das gefällt mir besser als die seitliche Tür. Und jetzt geht's in den Baumarkt. Ich brauche noch ein bisschen Farbe, ein paar Schließmechanismen, damit das nicht alles in der Fahrt aufgeht. Und ja, Klappe zu, würde ich sagen. Ja Leute, ich habe es noch mal ein bisschen verändert, wie man sich vorstellen kann. Ich habe hier oben noch andere Winkel benutzt, beziehungsweise so Schranköffner. Und hier habe ich jetzt Magneten gepackt, so dass man das halt öffnen kann. Und dann sieht man vorne halt auch keine Winkel mehr. So sieht das von vorne jetzt aus, halt ohne irgendwelche komischen Winkel. Und jetzt sind wir fertig und zum Schluss wird natürlich alles nochmal schick gemacht. Ja Freunde, ein kleiner Sprung, es ist alles eingebaut, ich habe alles schön lackiert, auch hier oben das Deckenregal ist lackiert jetzt in der richtigen Farbe. Das habe ich nochmal geteilt, da sonst das Problem bestand, dass halt die Tür nicht ganz runter geht, das habe ich noch gemacht. Dann hier unten die besagte Tür, die kleine, die finde ich jetzt viel, viel schöner als vorher, also wie gesagt, ich hatte ja ein bisschen Probleme mit dem Winkel so, das habe ich ja im Video erwähnt, aber jetzt so lackiert finde ich alles völlig in Ordnung, also bis jetzt habe ich noch keine Anstalten gehabt, so das zu ändern. Jetzt habe ich noch hier so einen Push-Magnet eingebaut, das funktioniert auch wunderbar, da unten sind schon ein paar Sachen drin, natürlich, ich bin damit schon ein bisschen unterwegs. Jetzt kommen wir hier oben zu der Klappe, geht auch wunderbar geöffnet, all meine Sachen liegen da drin, da habe ich jetzt das Geschirr und all die ganzen Küchenutensilien reingepackt, die vorher oben im Regal drin waren, weil ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich oben die Klamotten jetzt reinpacke in das Deckenregal und hier unten halt die Küchenutensilien, weil dann ist es direkt neben der Küche und so und oben habe ich dann nicht mehr das schwere Zeug drin hier in der im Deckenregal. Das ist mir auch ganz gelegen. Außerdem bin ich mit dem Ganzen jetzt schon 2 Wochen unterwegs, also auch in Wietzendorf hatte ich das schon, dazu das Video nächste Woche. Und es steht wirklich alles so perfekt hier drin. Ich habe Anti-Rutschmatten hier drauf und es hält alles wirklich bombastisch. Also ich wundere mich selber, wie gut das hält. Auch die eine oder andere Bremsung hat es schon hinter sich und es steht wirklich 1A alles hier drin. Ja, als letztes möchte ich noch zusätzlich dazu sagen, diese Tür, die hält jetzt leider noch nicht von alleine offen, weil ich muss mir noch so einen schönen Lifter besorgen oder so. Ich habe mir schon was anderes besorgt, das klappt aber so nicht, wie ich das will. Und deswegen wird das auf jeden Fall noch optimiert. Nur damit ihr es wisst, die soll natürlich noch automatisch sich öffnen und dann auch oben halten. So wie mein Bett zum Beispiel, so dass da so ein kleiner Dämpfer drin ist. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, zeigt das gerne mit einem Daumen nach oben. Oder kommentiert so fleißig, wie ihr das bei den Turmbeuteln gemacht habt. Das ist ja wohl der Oberknüller. Und dann würde ich sagen, gerne auch abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also haut rein.